Ich war neulich bei Götz Kubitschek und seiner Frau Ellen Kositzer auf dem Rittergut in Schnellroda. Das sind ja so zwei rechte Kleinverleger, die auch sehr nah an der AfD gebaut sind. Und da war ich mit dem Fotografen Erik Niedling und da haben wir gesagt, setzen Sie sich doch mal so hin, damit wir so ein Foto machen können, Haus- und Gartenartig. Sie sitzen, Ihre Frau steht hinter Ihnen. Und hat er sich halt auch so hingesetzt. Ne? Und dann ging es also los, die große Liebe zu Tristesse Royale und wie wichtig dieses Buch für sie sei. Und dass sie damals dann entschieden haben, sie müssen auch sowas machen. Haben sie ja dann auch 2014 kam dieses Buch Tristesse Droite heraus, wo sie das Ganze halt auch so gemacht haben. Da saßen sie mit vier so rechten Denkern zusammen, 3 Tage lang auf ihrem Rittergut. Also auch 3 Tage, haben dann irgendwie Rotwein getrunken und dreschen da teilweise unmögliche Phrasen und nennen das Buch dann auch noch so. Du wusstest vorher von der Vorliebe von Götz Kubitschek für das Buch? Also Nein. war das der Anlass für das Gespräch? Nein. Ich bin eines Tages durch Zufall auf diesen unsäglichen Trailer auf YouTube gestoßen und dachte, wer nennt sein Buch jetzt so? Also Tristesse Droite, das ist auch sowas von abgeschmackt. Tristesse Droite, das ist ein Gesprächsband von 7 Protagonisten des sogenannten neurechten Milieus, in dem unsere Denkfamilie, unser Denkmilieu eingefangen wird in 4 Abenden in Schnellroda. Es geht um Ikonen, Bücher, Bilder, Traditionen, Freunde und Feinde. Und dann schaue ich mir diesen Trailer an und sehe halt irgendwie, dass die da sich gegenseitig total feiern und toll finden und habe natürlich dieses Buch nie bestellt. Die haben es mir jetzt dort geschenkt. Dann habe ich es zu Hause durchgelesen und bin halt echt vom Hocker gefallen. Wer über die neue Rechte in Zukunft schreiben oder sprechen will, kommt an diesem Buch, an der Tristesse Droite, nicht vorbei. Und wer es gelesen hat, der sieht, wie geistreich, wie intellektuell tiefschürfend und wie lebendig unser Milieu und unsere Denkweise ist. Mit anderen Worten, seit es dieses Buch gibt, kann keiner mehr behaupten, er hätte nichts wissen Das können. ist vielleicht auch vielleicht ein Fehler von den politischen Journalisten in Deutschland gewesen, dass sie dieses Buch nicht einfach mal da mal reingeguckt haben, was da drin steht. Weil wenn der da ja so seine FAZ-Reporter empfängt oder jetzt war doch neulich Frau Lühmann von der Welt dort und hat dann irgendwie gesagt, das sei alles so ein Einfamilienhaus und so. Also A, stimmt das nicht, aber das ist ihre Sache. Aber dass keiner mal in dieses Buch reingeguckt hat, was der da in Wirklichkeit sagt, ja? Was seine Frau vor allem sagt. Ja? Seine Frau sagt zum Beispiel, ja, bin ja immer so ausgegangen und habe Techno-Musik gehört und das war mir alles nicht radikal genug. Und dann habe ich so die Tagebücher von Joseph Goebbels gelesen und dann wurde mir auf einmal so klar, wo ich hin muss. Ja? Das steht da drin. Das hätten die alles rausredigieren können, wenn es ihnen peinlich wäre. Das ist denen aber gar nicht peinlich. Ne? Das sind halt Zündler. Ne? Vor denen muss man jetzt keine persönliche Angst haben, aber was die mobilisieren können, das ist schon gefährlich. Ich dachte halt, die machen einen Witz. Bis ich dann auf diese Dokumente gestoßen bin und das Buch gelesen habe. Ich dachte halt erstmal, das ist so, die wollten natürlich, dass man möglichst viel über sie schreibt. Brauchen ja Publicity, dass man viele Bilder macht und so weiter. Das machen die ja schon, fangen ja von morgens bis abends Journalisten zur Zeit, ne, und treten irgendwo auf und so. Und ich dachte, die wollen mir so ein bisschen schmeicheln, ne? Aber wie er dann halt auch noch erzählt hat, dass er mal in Frankfurt, ich glaube in der Batschkap oder sowas war, bei einer Lesung von Benjamin von Stuckrad-Barre und da sei er dann im Nachhinein, weil er eben so ähnlich sieht, mit Benjamin von Stuckrad-Barre verwechselt worden. Er hätte dann, also, und seine Frau hat es mit glühendem Eifer perpetuiert, dass ihr Mann halt so einen Popstar-Appeal hätte. Also ich kann jetzt bei aller Liebe zu Götz Kubitschek keine Ähnlichkeit zu Benjamin von Stuckrad-Barre feststellen. Ich weiß nicht, wie er da drauf kommt, aber das scheint ihm ein innerer Antrieb zu sein, ja. Der hat dann, als am Schluss wir so einen gewissen Dissens hatten, nach 3 Stunden miteinander reden, hat er gesagt, das letzte Kapitel von Tristesse Royale, wo sie mit Kracht in Kambodscha sitzen, das ist 1000-mal schlimmer als alles, was ich verlegt habe. Und ich meine, dann reden wir von einem Mann, der Akif Pirinci verlegt, ja? Also ich meine, die große Verschwulung und diesen ganzen Dreck, den dieser Typ schreibt, ja? Das ist schon hart, wenn es so gesehen wird, ne? Weil ich kann mich an das letzte Kapitel ganz gut erinnern. Das ist ein schönes, tropisch durchwirktes Gespräch zwischen 2 Männern, die sich eigentlich gegenseitig erzählen, dass sie nicht weinen können und dass sie nichts richtig tiefgehend empfinden können, dass sie eigentlich noch nie jemanden geliebt haben. Also wie man das als schlimmer als Herrn Pirinci, verstehe ich nicht. Also Hat das deine Perspektive auf dieses Buch und auch vielleicht auf deine eigene Arbeit
verändert, wenn das auf einmal aus einem ästhetischen Kontext in so einen politischen gebracht wird und das, was... Was will man dagegen tun? Ich meine, die lesen ja auch Ernst Jünger und beziehen sich von morgens bis abends auf Ernst Jünger und das war ja bei Ernst Jünger auch nicht intendiert. Ja, viele Leute sagen ja immer, oh, der schlimme faschistische Jünger oder sowas, ohne jemals auch nur eine gewisse Breite dieses sehr breiten Werks erreicht zu haben. Ja, die sagen schon, oh, Stahlgewitter ist ein furchtbar, spielt im Zweiten Weltkrieg. Stimmt alles nicht, egal, aber kann man ja einfach mal so behaupten. Ne? Vielen Dank für den Besuch. Ich danke für die Einladung. Und die Lilien sind leider immer noch nicht aufgegangen.